Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Zunächst von der ALDE-Fraktion ein Dankeschön an den Europäischen Rechnungshof. Sie sind für uns entscheidend wichtig, um eben auch hier die Fehlverwendungen von Mitteln aufzudecken und in die Verwaltung hineinzuschauen. Insgesamt möchten wir sagen, an der Stelle die zentralen Forderungen der ALDE-Fraktion in der Vergangenheit, nämlich eine bessere Haushaltskontrolle, die wurden von der Kommission aufgegriffen und mit den Mitgliedstaaten auch umgesetzt. Reservierungen und Korrekturen wurden angewendet, damit die Mittel besser eingesetzt werden. Immerhin 80% des EU-Haushaltes werden ja von den Mitgliedstaaten verwendet. Wir ermutigen die Kommission, auf diesem Weg weiter voranzuschreiten, denn die Fehlerrate ist in einigen Bereichen, etwa in der Region und Strukturpolitik und auch in der Agrarpolitik, nach wie vor zu hoch. Und die Berichte des Rechnungshofs zeigen, dass hier vor allen Dingen in den Mitgliedstaaten Handlungsbedarf besteht. Ich spreche deshalb die Vertreter des Rates an der Stelle an. Es gibt Rechnungshofsberichte, die zeigen, dass insbesondere das Vergabeverfahren zu kompliziert ist. Und das ist ja auch das, was die Antragsteller uns, den Abgeordneten, berichten. Die Anträge zu stellen, ist für viele, insbesondere ehrenamtliche Nichtregierungsorganisationen, mit großen Schwierigkeiten verbunden. Wir als ALDE-Fraktion fordern deshalb Anstrengungen, den Haushalt einfacher zu machen, damit eben der bürokratische Aufwand reduziert werden kann. Better Spending muss die Top Priority sein hier in der EU-Agenda. Bessere Haushaltskontrolle erfordert auch eine Umstellung unseres Haushaltes auf einen ergebnisorientierten Haushalt. Hier erwarten wir, Frau Georgieva, dass Sie Ihr Versprechen wahrmachen und wir konkrete Vorschläge bekommen. Wir wollen, dass die Mitgliedstaaten vorangehen, dass Pauschalierungen und Bagatellgrenzen auch umgesetzt werden. Verwaltungsvereinfachung ist der beste Weg, um die Fehlerrate zu reduzieren. Vielen Dank.